Wir müssen hier abhauen, sonst werden wir hier untergehen. Komm mit, schnell! Nein, ich hole Hilfe! Meine Frau ist verletzt. Bitte, bitte können Sie mir helfen. Wir sind im Auftrag der TVA hier. Wir helfen keinen Menschen. Fassen Sie mich nicht an! Stutzen! Nehmt ihm das ab! Nein, was tun Sie? Geben Sie mir das zurück! Was tun Sie da, Soldat? Dieser Mann war unschuldig! Was ist das? Wo bin ich? Hey, wir haben einen neuen. Alle, die von der TVA gestürzt wurden, kommen hierher. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis man stirbt. Wer ist das? Ich suche jemanden. Du suchst jemanden? Mein Vater. Vor ungefähr 15 Jahren kamen zwei Soldaten der TVA und haben ihn unschuldig gestutzt. Sie sind hiermit festgenommen. Ich war noch ein Kind. Ich hätte nichts ausrichten können. Beim Verlassen ließ einer der TVA-Agenten ein Tempet fallen. Eine Fernbedienung, mit der man in Raum und Zeit reisen kann. Mit dieser bin ich hierher gereist, in der Hoffnung, meinen Vater retten zu können. Pa, in diesem Drecksloch hat noch nie jemand länger als eine Woche überlebt. Nein! Ich komme zu spät. Kommt alle her. Heute ist der Tag eurer Befreiung. Im Gegenzug zu eurer Befreiung möchte ich eine Gegenleistung. Die TVA hat uns das alles angetan. Sie hat uns unsere Leben weggenommen. Wir werden die TVA stürzen und uns rächen. Durch das Tempet können wir zur TVA gelangen. Wenn wir dort sind, greifen wir am Osteingang an. Da gibt es am wenigsten Wachen. Wir müssen uns vorbereiten. Der Nächste. Die TVA hat mir etwas genommen, was mir sehr wichtig war. Kann ich es selber holen? Ich vertraue Ihnen, Dwight. Holen Sie sich zurück, was die TVA Ihnen genommen hat. Vielen Dank. Ich werde einen anderen Eingang verwenden. Hier haben Sie ein Tempet. Wir sehen uns bei der Plattform. Viel Glück. Sobald wir den Sprengstoff angebracht haben, treffen wir uns beim Sammelpunkt. Eine einsame Plattform. Von da aus kommen wir wieder in unsere Universen zurück. Seid ihr bereit? Die TVA wird bezahlen. Dieses Mal werden wir gewinnen. Wir suchen die TVA. Hey, stehen bleiben. Was will der? Auf geht's. Da bist du also. Wir müssen sie aufhalten. Die TVA ist für solche Angriffe nicht ausgelegt. Eindringling! Zugriff! Los, kommt mit! Halt, bitte nicht schießen. Ich ergebe mich. Gute Arbeit, Männer. Holt euch den Sprengstoff. Sprengen wir diese verdammte Organisation in die Luft. Stopp! Waffen runter!
Ich kenne sie. Und ich weiß, warum sie hier sind. Sie suchen das Päckchen. Wo ist es? Es ist mir sehr wichtig. Wir haben das Päckchen mit zur TVA genommen. Ich habe es geöffnet und ich konnte es einfach nicht glauben. Es war ein Kind, nur ein paar Monate alt. Wir haben es in ein anderes Universum geschickt und zur Adoption freigegeben. Warum haben Sie das getan? Er war mein Sohn. Meine Frau und ich nannten ihn Mark Bryan. Es tut mir leid. Nun müssen wir sie zur Sicherheit der TVA endgültig stutzen. Halt! Stehen bleiben! Waffen runter! Das erledige ich selbst. Sie sind ein guter Mann. Bringen Sie es hinter sich. Verräter! Das ist für dich, Vater. Warum haben Sie mir geholfen? Die TVA ist nicht das, was sie vorgibt zu sein. Vor meiner Zeit als TVA-Angestellter hatte ich eine Familie, zwei Kinder und eine wunderschöne Frau. Die TVA hat mich ihnen entrissen. Sie sind ein Vater, genau wie ich. Gehen Sie und holen Sie Ihren Sohn. Kommen Sie mit, finden wir Ihre Familie. Das geht nicht. Das kann ich nicht. Die TVA hat alle Erinnerungen an mich gelöscht. Meine Familie hat vergessen, wer ich bin. Sollte ich zurückkommen, bin ich nur ein Fremder. Ich werde hierbleiben und mit dieser verdammten TVA untergehen. Vielen Dank für alles. Ich muss mich bei Ihnen bedanken. Sie haben mir die Augen geöffnet. Doch nun, Dark Dwight, wer sind Sie wirklich? Machen Sie es gut, Dark Dwight. Auf Wiedersehen. Du hast es geschafft. Wer hat es alles geschafft? Nur wir beide. Die Mission ist erledigt. Die TVA geht unter. Genau wie wir es wollten. Wo ist Jules? Er hat es nicht geschafft. Was ist passiert? Der Zeitstrahl ist außer Kontrolle geraten. Zeit, dieses Universum eine Lektion zu erteilen. Meine Zeit ist gekommen. Nein, nein! Was ist passiert? Nein, nein!
Irgendwer muss die Zeitlinie verändert haben. Das ist eine andere TVA als vorher. Was ist passiert? Weg hier! Willkommen bei den Gotham News. Bald ist es ein Jahr her, seit dem Vorfall in Gotham Police Department. An Weihnachten letzten Jahres tötete der damals 42-Jährige 5 Menschen, darunter 2 Polizisten, 3 Zivilisten. Er wurde bis heute nicht aufgefunden. Melden Sie jeglichen Verdacht der Polizei und geben Sie auf sich Acht. Die Übergabe von Maris Brain an die Polizei gibt einen Lohn von 10.000 US-Dollar. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Kommen wir nun zum Wetter. Es bleibt weiter regnerisch.